Servus Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 18 Karrieremodus mit der Spielvereinigung Unterhaching. Ja, wir starten jetzt rein direkt nach der Transferphase. Haben wir jetzt wieder drei Spiele. Direkt nach der Transferphase war das, ist es jetzt nicht mehr. Transferphase ist schon eine Folge her. Aber in der nächsten Folge werden wir hier das hier alles abarbeiten. Ja. So schnell wie möglich werden wir es probieren abarbeiten. Ja. Dass wir in der nächsten Folge noch 1, 2, 3, 4 Spiele hier haben. Ne, 5 Spiele hier haben. Eins davon machen hier mal dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. In dieser Folge haben wir nochmal 3. Ja, damit wir einfach mal endlich mal diese Saison durchkriegen. Ja. Und irgendwie ist die Kamera zu hoch. Schon mal nice. Naja. Immer noch. Keine Ahnung warum, aber naja. Warum die Kamera hier immer zu hoch ist. Zu hoch ist, ja. Naja, das werden wir jetzt machen. Und dann würde ich sagen, ja, wir simulieren das erste Spiel gegen Halle, weil wir werden gegen die Sportfreunde Lotte spielen, die was punktgleich mit uns sind, aber einen Tabellenplatz über uns stehen. Ja. Wenn es danach im nächsten Spiel nochmal umstellen ein bisschen. Und ja. Und schauen wir einfach mal, was da jetzt einfach noch so abgehen wird dann. Okay, jetzt sind die Sportfreunde Lotte unter uns sogar. Das sind 10. Chemnitz ist immer noch hinter denen, okay. Jetzt werden wir immer noch gegen Lotte spielen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier noch das Training fertig. Der Schmidt erreicht die 61. Ja. Könnten wir schon kurz vor der nächsten Saison in die erste hochziehen, damit der dann ein bisschen mehr Spielpraxis kriegt, weil der wird, glaube ich, schneller über eine 69 kommen. Ja, ist der Bigalke. Auf die 70. Ja. Und deswegen starten wir weiter. Okay. Lux verlässt den Verein. Ja, wegen einem Vorvertrag. Nach S zum SV Meppen. Okay. Spielt bei uns sowieso nicht. Und jetzt geht's hier gegen Chemnitz. Wir haben ein bisschen umgestellt. Wir haben jetzt Hein, Ludwig, Zettel und Piller mit drin. Und den Porat. Ja. Bigalke, Rees, Müller und Taffertshofer sitzen jetzt draußen dafür. Schauen wir mal, wie wir gegen Chemnitz spielen. Wir führen 1-0 und verlieren 2-1, weil Reinhardt 2 Tore macht. Trotzdem bleiben wir auf dem 8. Platz. Und jetzt geht's dann gleich gegen die Sportfreunde Lotte. Aber davor gehen wir noch schnell ins Training und schauen wir mal, was dieser Mantel da noch macht. Werden wir jetzt dann noch rausnehmen wieder. Weil so viel aufsteigen, glaube ich, wird jetzt auch nicht mehr. Ja. Weil da doch kein grünes Symbol oder sowas. Deswegen glaube ich mal, dass der nicht viel aufsteigen wird. Auf geht's. Die Unterhaching gegen die Sportfreunde Lotte. Ja, letztes Jahr im DFB-Pokal. Ja, wissen wir bestimmt alle noch, dass die viele Erstligisten rausgehauen haben, irgendwie Mikro gerade nicht, weiter nach oben, ja, dass die viele Erstligisten rausgehauen haben, ja, auch der Borussia Dortmund hat sich gegen die schwer getan, ja, ist glaube ich bis in die Verlängerung hergegangen, was man auch nicht wirklich gedacht hat, dass die da bis in die Verlängerung brauchen, das ist zu hoch, geil, ja, die haben ja gut die rausgehauen. Ich glaube, das sieht man gar nicht mehr unter den ersten 10. Die sind, glaube ich, 11., 12., glaube ich, sind die jetzt. Und Osnabrück, 1. wird bestimmt aufsteigen. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen weiter nach oben, wenn wir jetzt die letzten Spiele gut spielen würden. Was ich jetzt nicht glaube, dass wir da aufsteigen. Noch. Aber habe ich auch nicht gesagt, dass wir in der ersten Saison aufsteigen wollen. Wir wollen ja nur ein bisschen die Mannschaft formen fürs Erste schon mal. Ja. Dass wir langsam hinkommen auf die erste Liga. Wir wollen uns ja noch fürs Tor den Früchtel holen, für die Innenverteidigung Götze, dann noch den Friedel, ja, und den Dorsch vielleicht auch noch fürs ZDM,
Ja, weil die anderen sind da schon ein bisschen älter geworden. Aber diese Saison waren wir ein bisschen so Lotte, weil wir haben auch große Clubs rausgehauen. Wir haben Dortmund, wir haben Schalke rausgehauen. Dann haben wir noch rausgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir noch rausgehauen haben. Aus der ersten Liga, glaube ich, auch noch eine rausgehauen. Oder aus der zweiten Liga. Ich bin mir nicht ganz immer so sicher. Deswegen will ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Deswegen. Ja, damit dann Rahn. Rahn muss schießen! Rahn schießt! Tor! Kennt man vielleicht. Ja. Schau mal, was dieser Rahn hier macht. Ja, ob der heute auch ein Tor schießt, das werden wir sehen. Und unser Schnidi ist wieder am Start. Deswegen, auf geht's. Ries, komm. Wie Kalke Mai. Gibt's nicht. Schade, schade, schade. Hagen, Bauer, komm. Oh. Das war nicht gut von Friedrich. Und Lotte führt. Wir haben eine Großchance durch die Galke und die nutzen ihre allererste. Ja. Und das auswärts. Weil Bauer da und Friedrich das nicht gut machen. Ja. Aber wir können zurückkommen. Ja, auch wenn wir es gegen Dortmund nicht gezeigt haben, dass wir zurückkommen können. Hiermit ist jetzt komplett frei, komm. Schön, Müller, 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 Müller. Schön gespielt. 1-1. Der Müller. Ja, heißt nicht Thomas, heißt auch nicht Gerd, aber heißt Müller. Und Müllers sind immer die Besten. Ja. So ist es. In Bayern. Ah. Alle mit Müller im Nachnamen. Die haben normalerweise ein großes Potenzial. Leider eher leider nicht, weil er nur in der dritten Liga spielt. Ja. Ne? Komm, komm, komm jetzt, Bigalke, komm. Komm, Bigalke. Beglück dich selber. Schade. Wir haben ein bisschen zu früh abgeschlossen, glaube ich auch. Da bin ich immer sehr vorsichtig mit dem Abschließen. Schließe ich lieber noch einen Ticken zu früh ab. Als zu spät. War aber nicht schlecht gespielt, ne? Nur nicht richtig getroffen. Oh. Kleiner Fehler. Kein Abseits. Oh, und noch ein größerer Fehler. Heieiei. Ja, Müller, komm. Jetzt halt auch Ries. Der hat ja Pech wie sonst noch was heute. Die letzten Wochen, sagen wir es mal so. Komm, 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 gib Gas. Du hast den Körper. Ja. Oh. Und wir bringen aber mal hier unseren Piller rein hier. Ja? Wir lieben Piller und Müller darf runter heute. Tor gemacht, passt. Das ist eine Ecke nochmal, oder? Ja. Ries hat irgendwo da vorne rumstreunern. Das ist Piller. Wo ist er denn jetzt? Hier, hier und dann noch außen. Das war richtig stark gespielt. Das war richtig stark. Das war jetzt richtig stark. Kann man nicht sagen, Alter. Das war richtig stark gespielt. Ha. Und Bigalke hat eine linke Klebe. Und das ist nice. Ha. Hier, zack, mit der Hacke und dann Bigalke. Ich wollte eigentlich Ries mal wieder ein Tor gönnen, aber er will irgendwie nicht. So wie es aussieht. Ja, dann werde ich ihn jetzt mal die nächsten Spiele draußen lassen, dass der ja mal hier in die Pötten kommt, du. So, und jetzt hat Ries. Boom, drin ist er. Mit dem rechten Macht dann. Meine Güte. Meine Güte.
mit dem rechten macht dann endlich, ey. Ja. Und mit der rechten kann das. Putz. Schöne Klebe, Alter. Setzt der den da schön rein. So musste es doch sein. So. Netzer darf auch runter, der Rees. Ja. Und Winkler und Ludwig kommen rein. Ja, für die letzten 2-3 Minuten. So. Und jetzt ist auch vorbei. Ja. Ist vorbei. Wir gewinnen 3-1. Durch die Tore vom Müller, Migalke und Rees. Ja, machen wir hier dieses erste Fehlschuss. Also richtig schade. Hier. Zack. Und dann schießt sein Torwart in die Eier. Und dann nicht mal ein paar Minuten danach sowas. Diese Fehler. Ja, hier schon wieder da. Aber der Schuss war halt gut. Ja. 3 Minuten danach einfach. Das ist traurig. Ja. So. Mantel ist draußen, Friedrich ist drin. Ja. Und er steht kurz davor, eine Stufe höher zu werden. Auf eine 67. Ja, und schau gerade auf den Tacho. Und dann würde ich sagen, wir machen das Spiel gegen Großaachbach auch noch. Schauen wir mal ganz kurz in die Sachen hier rein. Ist nichts Interessantes. So, danke, Chef. Die letzte Partie war super. Ja, super, Müller. Danke. So. Und ich nehme einfach mal hier unseren lieben Rot mal raus. Weil 39, 83er Potenzial. Wird nichts mehr mit dem. Tschüss. Ja, aber den Schmidt, da haben wir jetzt schon überlegt, den zu verpflichten. Ja, und das findet ihr jetzt halt oben in der Infocard. Ja, ob wir hier den Sebastian Schmidt verpflichten sollen. Ja, und ein bisschen in der nächsten, letzten vielleicht 10 Spielen, ne, 12 Spiele, glaube ich, sind es noch. Ja, letzten 12 Spiele vielleicht immer auf die Bank mitsetzen. Ja, dass der dann ein bisschen mehr Spielpraxis kriegt und nicht nur im Training mit dem, was er mitmacht. Ja. Na, okay, sagen wir 11 Spiele, weil das gegen Groß Asbach werde ich jetzt auch nochmal simulieren, eine Runde. Oh, wer ist denn Spieler des Monats ist bekannt gegeben. Bigalke. Ja. Ist doch nice. Wenn Bigalke ist es doch. Oder? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Ja. Natürlich, Bigalke. Wer auch sonst, oder? Ja, Bigalke, Spieler des Monats. Das ist verständlich. Normalerweise müsste man denen jetzt auch noch eine Gehaltserhöhung geben. Aber nicht so wirklich. Das Auswärtsspiel werden wir jetzt noch machen. So, Bigalke. Können jetzt auch mal wieder treffen jetzt. Wieder. In dem Spiel auch. Wäre nice. Nein. Rees würde sogar runtergenommen. Und verlieren 2-1. Das ist auch ganz okay. Ja. Hat das eine 67. Das ist schon mal echt nice beim Friedrich. Ja. Und schauen wir mal, wie es der Schmidt jetzt noch erreicht. Bis wir ihn dann verpflichten. Weil gegen Erfurt würde ich ihn noch nicht holen. Vielleicht erst gegen Meppen oder gegen die Kickers. Ja, gegen die Kickers, glaube ich, werde ich ihn dann erst verpflichten, ja. Werde ich ihn erst richtig verpflichten, oder? Nee. Nee, ich werde schon fürs nächste Spiel dann holen. Wenn ihr abstimmt dafür, dass wir ihn holen sollen. Und ja. Wir werden einfach immer nur noch diese Spiele machen, wo die was auch dann eine Partie wenn wir machen, wo wir was über uns stehen und auch die, die was höher über uns stehen. Ja, hätte ich jetzt gewusst, dass ich das Spiel gegen Groß Asbach noch machen kann, hätte ich das gegen Groß Asbach gespielt und nicht gegen die Sportfreunde Lotte. Ja. Aber Fortuna Köln, Alter, die Tabelle da unten, die sieht ja auch nicht mehr so nice aus. Hier, Mappen ist letzter. Wer steht denn eigentlich noch so vor uns? Preußen Münster? Die Kickers, ja. Gegen die Kickers werden wir spielen. Ja, wieder, glaube ich. Oder dann werden wir gegen Preußen Münster spielen, weil wir gegen die Kickers, glaube ich, schon gespielt haben. Gegen Preußen Münster noch nicht. Also, selber gespielt haben wir. Gegen die Kickers haben wir ja gespielt. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, lasst ein
gediegenen Däumchen nach oben da. Dann abonniert diesen Kanal, ja. Und, ja. Auf morgen könnt ihr euch was überlegen, was kommt. Wird was Bestimmtes kommen. Was bis zum 24. dann erst aufgelöst wird, ja. Schauen wir mal, was da kommt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.